Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Joynova, kreative seelische Gesundheit. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder eine kreative Reise für dich mitgebracht mit einer geführten Meditation. Und das bedeutet für dich, dass du jetzt wieder einen Moment Zeit hast, einen Moment nur für dich, in dem du dich wieder mit dir selbst verbinden darfst und deine innere Welt ein wenig erkunden kannst. Ja, das Thema Entspannung ist super wichtig für uns, weil wir so oft im Alltag überhaupt nicht die Möglichkeit haben, auch mal runterzufahren und uns, auch wenn es nur 10 Minuten sind, mal wirklich Zeit für uns zu nehmen. Zeit, um nach innen zu hören, zu schauen, wie es uns wirklich geht oder was unser Bauch oder unsere Intuition uns sagen möchte. Und wir sind so oft immer nur mit dem Außen beschäftigt, damit beschäftigt, alles abzuarbeiten, was so ansteht. Und ja, dabei vergessen wir uns selbst einfach sehr, sehr oft. Und wenn du dir eben nie Zeit für dich nimmst zwischendrin, dann verlierst du irgendwann den Kontakt zu dir selbst. Du weißt eigentlich gar nicht mehr genau, was du willst. Du nimmst dich nicht mehr richtig wahr, du kannst nicht mehr richtig hinhören und daraus resultieren so viele Unstimmigkeiten, egal ob körperlich oder seelisch. Aber letztendlich ist das Erste und das Wichtigste, was wir tun müssen, wenn wir eine Veränderung bewirken wollen, wieder den Kontakt zu uns zu suchen, wieder nach innen zu hören. Und die kleine Stimme in uns, die mit uns spricht, ein wenig lauter werden zu lassen. Und dazu gehört eben auch, sich Zeit zu nehmen. Also wirklich nur Zeit für sich. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man die Zeit im Außen sucht. Das tut auch gut und das braucht man auch. Aber es ist eben nochmal umso wichtiger, wirklich sich mit sich selbst zu befassen und da genauer hinzuhören und hinzuschauen. Und meist oder eigentlich ist es so, dass man die Antworten in sich trägt. Also man weiß, was man selbst braucht, was man benötigt und auch wenn das oftmals überdeckt ist, hilft es da tatsächlich, wenn man sich Momente nimmt und dann einfach lauscht und da wieder mehr ins Spüren kommt, mehr ins Fühlen kommt. Und das kann einfach so viel bewirken, auch wenn es sich so klein anhört. Aber oft sind es die kleinen Dinge, die große Veränderungen hervorrufen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit nur für dich nimmst. So, ich hoffe, dass du diese kreative Reise jetzt auch richtig schön genießen kannst. Und du kannst dir jetzt schon mal deinen Malort einrichten, weil es eben im Anschluss an die Meditation wieder einen kreativen Part gibt. Und dafür würde ich dich bitten, dass du dir jetzt alles bereitlegst. Also du brauchst ein Blatt Papier, dann benötigst du noch Malutensilien. Da ist es wieder egal, was du da hast. Schau einfach mal nach. Also Buntstifte, Wachsmalstifte, Wasserfarben, Aquarellfarben oder Filzstifte. Das ist völlig egal erstmal. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne eine Kerze anmachen und die dir bereitstellen an deinen Platz. Schau wirklich, dass du es dir so gemütlich wie möglich gestaltest. Und da ist wirklich alles willkommen, was dir irgendwie gut tut, was dir was bedeutet und ja, was dir einfach Freude bereitet.
Drück also gerne jetzt nochmal kurz auf Pause und wenn du soweit alles zurechtgelegt hast, geht es weiter. So, dann kannst du es dir jetzt gleich bequem machen. Vorher ist es am besten, wenn du noch die Fenster schließt, damit du nicht unnötig abgelenkt wirst durch Geräusche von außen. Dein Handy am besten auf lautlos stellen und was auch sehr, sehr gut ist, wenn du Kopfhörer benutzt für die geführte Meditation, weil du so einfach nochmal leichter abtauchen kannst. Und genau, da kannst du gucken, dass du das alles noch soweit erledigst. Und wenn du dann soweit bist, dann kannst du dich entweder gerne hinlegen oder hinsetzen, so wie es für dich am besten ist. Mach es dir dann auf deiner Unterlage bequem und bleib auch gerne nochmal erst für ein paar Minütchen liegen und guck, ob du nochmal irgendwas verändern möchtest an deiner Position. Du vielleicht eine Decke brauchst oder doch irgendwie nicht richtig liegst. Nimm dir da wirklich Zeit, so dass es für dich ganz angenehm und bequem ist. So, wenn du jetzt soweit bist, dann nimm einmal ein paar tiefe Atemzüge, durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Durch die Nase nochmal einatmen, ganz tief. Und durch den Mund wieder ausatmen. Verbinde dich mit deinem Atem. Und die Verbindung zu deinem Atem wird dir dabei helfen, ganz bei dir anzukommen. Du darfst jetzt in diesem Moment mit der Ausatmung alles loslassen, was dich vielleicht über den Tag angestrengt hat. Und mit jedem Einatmen nimmst du frischen Sauerstoff in deinen Körper auf. Atme ein und aus. Spüre nun deinen Körper, so wie er hier gerade liegt oder sitzt. Und schau, wie er sich anfühlt. Spüre in die Kontaktstellen. Die Stellen an deinen Körper, die aufliegen und in Berührung treten mit dem Boden oder der Unterlage. Wie fühlen sich diese Stellen an? Versuche dies zu erspüren. So, als würdest du deinen Körper von innen heraus spüren. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf und entspanne deinen Kopf. Hierfür ist es ganz ausreichend, dir einfach vorzustellen, dass dein Kopf
ganz entspannt wäre. So kann dein Kopf von ganz allein entspannen. Und lass dich diese Entspannung weiter ausbreiten. Über deine Augenbrauen, bis zu deinen Augen und entspanne den Bereich um deine Augen herum und lass deine Lider ganz schwer werden. Und diese angenehme Schwere breitet sich weiter aus. Über deinen Nackenbereich bis hin zu deinen Schultern. Stell dir vor, wie du jeden einzelnen Muskel entspannen kannst. Vielleicht kannst du deine Entspannung in Form einer angenehmen Wärme spüren. Und diese Entspannung wandert jetzt weiter in deine Arme. Entspanne deine Arme. Bis hin zu deinen Handflächen. Vielleicht spürst du ein kleines Kribbeln als Zeichen der Entspannung. Und die Entspannung wandert weiter in deine Finger, und von hier in deinen Brustbereich. Spüre, wie angenehm es sich anfühlt, hier zu sitzen oder zu liegen und nichts zu müssen. Einfach nur hier zu sein. Entspanne deinen Rücken. Dein Bauchbereich. Bis zu deinem Becken. Und entspanne dein Gesäß. Und lass die Entspannung noch ein bisschen stärker werden. Lass sie sich weiter über deine Oberschenkel ausbreiten, bis zu deinen Unterschenkeln und deinen Füßen. Dein ganzer Körper ist jetzt angenehm entspannt. Spüre deinen ganzen Körper hier in diesem angenehmen Gefühl der Entspannung.
Und lass sich dieses angenehme Gefühl noch ein wenig verstärken. Wandere jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Brustbereich. Stelle dir vor, wie sich aus deinem Herzbereich ein funkelnder Strahl entwickelt. Folge ihm mit deinem Blick. Und dieses funkelnde Licht wandert immer weiter und weiter hinaus. Hinaus aus diesem Raum und hinaus aus diesem Gebäude. An einen ganz anderen Ort. Und lass diesen Strahl noch ein wenig deutlicher werden. Und am Ende dieses Strahls beginnt ein Weg. Dies ist dein Weg. Schau ihn dir genau an. Wie sieht dein Weg aus? Wie sieht deine Umgebung aus? Und nun gehst du diesen Weg, deinen eigenen Weg, Schritt für Schritt gehst du ihn voran. Und mit jedem Schritt, den du gehst, bist du dir sicherer, dass dein eigener Weg dich an einen wundervollen Ort bringen wird. Aus weiter Entfernung kannst du erkennen, dass dein Weg sich dem Ende zuneigt. Geh nun noch ein paar Schritte näher. Du kannst jetzt erkennen, dass sich dort am Ende des Weges ein See befindet. Und laufe hinunter zu dem See und schau ihn dir an. Denn dieser See ist dein ganz eigener innerer See. Der tief in dir ruht.
Und dein innerer See enthält all das Wissen, das du tief in dir trägst. Vielleicht enthält er auch Informationen, an die du schon sehr lange Zeit nicht mehr gedacht hast, Erinnerungen oder Situationen, vielleicht auch Personen. Setze dich nun ans Ufer und lass deinen See auf dich wirken. Wie schaut dein See aus? Welche Farbe hat das Wasser? Und wie sieht das Ufer aus? Ist dein See vielleicht ganz ruhig und entspannt oder ist er eher lebendig? Vielleicht kannst du auch ein paar Tiere auf ihm erkennen oder um ihn herum. Sieh genau hin und lass dir von deinem inneren See etwas erzählen. Nimm dir hierfür gerne ein paar Minuten Zeit und schau, was er dir zeigen möchte. Vielleicht in Form von Bildern oder Symbolen. Vielleicht kommt auch ein bestimmtes Wort. Vielleicht hörst du auch etwas. Nimm einfach wahr. Wenn du möchtest, geh noch ein Stück näher heran und sei mutig, um mit deiner Hand ins Wasser zu reichen. Lass deine Hand ins Wasser gleiten und fühl, wie sich das Wasser anfühlt. Vielleicht kannst du jetzt erahnen, welche Tiefe in dir ruht, in deinem inneren See. Welche Kraft in dir verborgen liegt. Und auch,
Wenn du dich nun gleich auf die Rückreise machen wirst, sei dir gewiss, dass dein innerer See immer bei dir ist. Er ist ein Teil von dir und ihr seid eins. Mach dich nun auf den Rückweg und gehe den Weg, den du hierher gekommen bist, wieder zurück. Nimm nochmal all die Energien und wichtigen Erkenntnisse mit auf deine Rückreise. Und auch wenn da jetzt nichts war, sei dir bewusst, dass du jederzeit wieder an diesen Ort zurückkehren kannst. Vor dir taucht nun der Lichtstrahl auf. Lasse dich von ihm zurück zu deiner Herzgegend bringen. Komm wieder bei dir in deinem Herzen an und spür in deinen Brustbereich. Nimm nochmal einen ganz tiefen Atemzug, durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Nimm dich hier wahr in diesem Raum und fang langsam an, dich zu bewegen. Du kannst gerne deine Augen öffnen und wieder langsam bei dir ankommen. Nimm dir gerne ein paar Minuten Zeit jetzt, um nochmal so richtig aufzutauchen und wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Ja, ich hoffe, dass du eine tolle Reise zu deinem inneren See erlebt hast, dass du die Zeit genießen konntest. Und dann gehen wir jetzt auch gleich direkt an die Umsetzung. So, dann kannst du dich an deinen Malplatz begeben. Und du ahnst bestimmt, was jetzt schon gleich kommen mag. Du darfst jetzt das, was du erlebt hast auf deiner Reise, aufs Papier bringen. So wie er dir begegnet ist, dein innerer See, so wie du ihn gefühlt hast, wenn du Bilder gesehen hast oder Symbole, gerne auch, wenn bestimmte Wörter in dir aufgekommen sind, darfst du die natürlich auch mit auf dein Bild bringen. Achte gerne während des Malens darauf, wie es sich für dich anfühlt. Also hast du vielleicht bestimmte Ecken, wo du merkst, irgendwie hakt's da oder da kommen komische Gefühle in dir auf. Dann kannst du das einfach beobachten oder auch umgekehrt, wenn du irgendwie denkst, oh, jetzt das Wasser, das fühlt sich total gut an und du darfst einfach Beobachter spielen, jetzt während des Malens. Ich wünsche dir hierbei jetzt erstmal viel Spaß. Wenn du jetzt dein Bild fertig gemalt hast, dann kannst du dir gerne ein paar Minuten Zeit nehmen und es dir einfach mal anschauen. Und ja, mal bewundern, was du da geleistet hast. Ich hoffe, dass du jetzt durch diese kreative Reise vielleicht ein Gespür und eine Ahnung dafür bekommen hast, wie groß dein innerer Raum eigentlich ist und wie viel mehr du auch bist, dass du
viel mehr bist, als du wahrscheinlich zu glauben scheinst. Und in jedem von uns steckt unglaublich viel Tiefe. Und ja, vielleicht ist dein innerer See symbolisch für dein Unterbewusstsein stehend. Und es wäre schön, wenn du aus dieser Übung was für dich mitnehmen kannst. Und auch wenn es nur Freude war, in Anführungsstrichen. Aber es ist auf jeden Fall super, dass du dich darauf eingelassen hast. Oftmals kommt auch später noch ein wertvoller Gedanke dann im Laufe des Tages oder wenn man auch immer mal wieder sich das Bild anschaut. Vielleicht hast du aber auch ganz spezielle Erinnerungen, die in dir aufgekommen sind. Und mir ist es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass wenn du jetzt auch nicht so viel wahrnehmen konntest, dein Unterbewusstsein arbeitet trotzdem weiter, auch wenn du das nicht wahrnimmst. Und es ist halt einfach so, dass ja, wenn du eine ganze Zeit lang dich nicht mehr mit dir, mit deiner Tiefe auseinandergesetzt hast und nicht mehr richtig zugehört hast, dann braucht das Ganze eben eine gewisse Zeit. Dann ist es einfach eine Übungssache. Also umso öfters du Meditationen machst oder wirklich nach innen hörst, umso einfacher wird es für dich werden mit der Zeit. Das ist einfach, ja, wie ein Lernprozess, könnte man sagen. Also mit der Zeit und mit der Übung kommt auch das Gefühl und ja, stell da einfach nicht so hohe Erwartungen an dich. Und es ist super, dass du das gemacht hast, dass du bereit bist, dir bewusst Zeit zu nehmen für dich und dass du dich mit dir auseinandersetzen möchtest. Und alles andere kommt mit der Zeit. Ja, dann sind wir jetzt am Ende der Reise angelangt. Ich freue mich, wenn du mir ein kurzes Feedback geben möchtest, gerne auf Instagram unter Joynova Hypnose und Coaching. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, tschüss.